So, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten ein echter Huni-Fan-Folge. Natürlich mit Silas. Hallo. Heute mal im Rauweltbegriff Porsche und KI hat mich wieder weggerammt. Sehr nett. Das war knapp. Aber gekonnt. Und gewollt natürlich auch. Genau. Auf jeden Fall. Bist du müde? Ja. Ne, ich habe ja nur gestreckt. Heute wieder drei Rennen, aber diesmal drei Rundstreckenrennen. So. Und auch wieder eigentlich nur mit Porsche. Echt? Scheiße. Ach Mann, ey, ne? Und das Bild war schon geil, aber. So, ne? Hab ich auch gemacht. Ja, genau. Ich habe halt auch bei denen, ne? Bei Playground Games. Ich bin eigentlich interner Testfahrer für Forza. Ich arbeite. Ich habe schon Forza 7 letztes Jahr gespielt. Gar nicht. Letztes Jahr schon? Boah, ja. Fett. Ja. Also ich kann dir jetzt schon versichern, Forza Horizon 5 wird krass. Ich bin bei Horizon 7, ja? Also bitte. Ja, aber 5 spielt in Deutschland. Deswegen ist das krasser. Ja, bei mir oben, ne? Wo ich wohne. Nee, also Berlin und so. Was wird hier denn in Berlin, Alter? Ficken. Deswegen kauft man sich Forza, ne? Zum Ficken. Also KI wieder mal, juckt die das gar nicht, obwohl ich eigentlich noch Porsche eingestellt habe. Oder nur diesen Wagen. Das ist wirklich geil. Ich hab übrigens einen Motorsport gemacht. Der Motor vom GT3 RS. Weiß gar nicht. Ich hab einen Motor. Hast du Turbo? Die Karre hat serienmäßig Turbo. Du behinderst. Single oder Türen-Turbo? Single. Oh. Ich hab schönen Saugmotor. Ich mag den Sound. Oh Gott, kann ich mag Turbo. Turbo, das mag ich auch. Ich mag Kompressor lieber, aber das ist ein Porsche. Got Boost. Oh, V12 Kompressor geht auch klar. Finde ich. Ja, du mal dann Diabolo. Ja, der hört sich auch geil an. Was willst du denn? Endlich mal ein Kompressor, den man auch wirklich hört. Nicht nur so im Hintergrund. SLS in Horizon 2. Ja. Oder Camaro SS. KI, gib da mal Gas hier. Mein Gott. Aber lass mich vorbei. Wenn du bremst. Meine Schuld. Das gebe ich zu. Vor mir fährt ein Enzolo. Enzolo? Enzolo. Ich hätte gerne eine Pizza Enzolo. Nein, nein, nein. Wow! Das war geil. Oh, das war knapp. Genau zwischen zwei Mann durchgeflogen. Und Gasporsche. Alles klar. Der von mir raus beschleunigt. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Gar nichts gut. Schon wieder Nacht, ey. Perfekt, oder? Für den Porsche eigentlich schon, das sieht geil aus bei Nacht. Ah, ich fände mal beim Tag schöner. Und mit ein bisschen Glück kriege ich den ersten gleich noch. Aber der fährt so schnell, wenn der auf dem 5-Schaden dort ist. Ich weiß nicht, was er fährt, auf jeden Fall ist er schnell. Das ist normal so, dass der erste schnell ist. Der hat mal easy 100 PS mehr. Das ist mit der Serienleistung. Zumindest mit dem Motor, also 500 PS. Der erste ist gefahren LaFerrari. Ja gut, dass ich dann hinterher komme, ist klar. Wieso fährt er überhaupt? Mehr Leistung, mehr Aerodynamik. Warum? Hä? Der ist S2.
Das stich gerade auch nicht. Der hat 81 Punkte mehr als ich. So und ja eigentlich. So gesehen. Ja, ich habe das Gefühl, Horizon ist ein bisschen verbuggt. Nur Porsche will er nicht. Dann kommt er mit Ferrari auf das 2 daher. Wo wir alle das 1 waren, aber gut. Ja, easy. Kann man machen, muss man aber nicht. 981. Also ich bin am Ende nochmal ordentlich rangekommen. Ich habe mich schon gewundert, Junge. Was fährt denn der? Wieso geht der Junge so ab? Easy. 2 Runden mehr, ich hätte ihn gehabt. Wäre peinlich gewesen für den Ferrari, ne? Dass von so einem alten Porsche abgezogen wird. Alt, aber geiler. Wheel Spin. Das stimmt. Aber was würdest du lieber nehmen? LaFerrari oder den Porsche? Porsche. Okay, ich nehme LaFerrari. Juhu, ich gewinne 10.000, ich freue mich, ja. Aber was war das PS-stärkste Auto, das du bisher gefahren bist? Ich will mal überlegen, ich glaube, der Focus ST vom Kollege von mir hat mehr als der Mustang, den ich gefahren bin. Das Mustang gefahren? Der, ja. Was für ein? Meine Mutter hat ihn 2015 noch. Motor? V6. Nicht U. Ich glaube, der Focus ST vom Kollege hat, glaube ich, 400 Schlag mich tot. 420 oder irgendwie so um den Dreh. Was für ein Focus? Neuer noch oder Mark 2? ST. Der 2er ist das, glaube ich. Ich habe davon immer Bilder noch geschickt. Oh Mann, du scheiß KI, fick dich doch, du Hurensohn! Perfekt. Mann, ey. Ich hab einfach weggedrängt aus dem Kontrollpunkt. Ja, ich glaube mit 400. Ja, ich sag mal, Pi mal Daumen, 400 PS war das Verstärkte, was ich bis jetzt gefahren bin. Ja, moin. Ich habe davon sogar noch eine Sprachnachricht auf dem Handy, wo ich im Auto saß. Von dem wunderschönen Turbo. Hm. Kann ich gleich mal kurz anmachen. Also meins war der Fiat RTX 11 von meinem Vater. Mit 130 PS oder 180. Oh. Und Allrad. Oh. Das ist, glaube ich, ein 2 Liter Diesel oder so. Oh, es geht schon. So, aber finde ich viel schnell genug. Das langsamste, ja, mein Corsa. Das langsamste war der Clio meiner Schwester. Mit? 64 PS. Oh. Richtig Highspeed. Also danach, also ein bisschen mehr, glaube ich, der Vectra meiner Oma, der hat, glaube ich, so um die 100. Dann der alte Astra meiner Mutter, der hat so, boah, 40. Ne, davor der Fahrschulgolf, 120. Dann der von meiner Mutter, 140. Und dann, glaube ich, nur Seat. Bei der Fahrschulauto bin ich Mini gefahren, 75 PS, Diesel-Turbo. Da frage ich mich, der muss ja so kastriert sein, die Karre. Diesel-Turbo 75 PS? Ne, 95 war das, tut mir leid. Aber trotzdem, wenn man schon diese Turbo hat, oder gerade mit Turbo, dann haben die doch in der Regel alle über 100. Schon bitter. Aber ich hasse Mini, ohne Scheiß, ich hab das Auto gehasst. Ich hasse das Auto immer noch. War bestimmt ich finde Mini, ne? Ja, ich finde Mini vom Interieur so dermaßen scheiße hässlich und das lässt sich so kacke fahren, ja, ne? So unnötig angeordnet alles, weil auch der Tacho in der Mitte nicht mega behindert. Ja. Ich meine, okay, vielleicht ganz cool für eine Prüfung, dann kann der Prüfer direkt von hinten, direkt zum Mitten, groß in der Mitte hin drauf gucken. Ja, super toll. Das ist aber für den Fahrer ein bisschen umständlicher, ne? Dass er immer da in die Mitte gucken muss. Nicht nur kurz herunter. Ja, du hast noch eine digitale Anzeige vor dir. Ach so. Aber trotzdem, ich finde das Auto, das war so. Ich habe da drin gesessen wie so ein Behinderter. Ich stell mir gerade vor, wie so Stephen Hawking so in seinem Stuhl sitzt. Vor allem, das. Ja. Vor allem das Dach. Das Dach ist in der Mitte runtergezogen in die Windschutzscheibe rein. Und dann hängt ja noch der Innenspiegel da. Ja. Und jedes Mal muss ich meinen Kopf quasi unters Lenkrad halten, um die Schilder nach dem Abbiegen zu sehen. Ach so. Ey, ohne Witz, ich hab das jedes Mal, ne? Ey, wo ich war? Ach ja, 50 darf ich hier fahren, perfekt. Junge, ne. Aber wenn ich nochmal Fahrschule machen müsste, ich würde nie wieder da hingehen, wo ich Mini fahre. Ich würde direkt Golf nehmen oder wir haben hier auch mit S1.
Oder mit der A-Klasse oder so. Aber nee. Ne, warte mal kurz. Ich das habe. Ist voll bitter, Alter. Ich habe damals Vincent die Sprachnachricht geschickt. Ich wurde gerade auf der Zielgeraden von dem Nissan GT-R von 71 abgezogen. Perfekt. Das ist bitter. So. Mal was gucken. Also entweder bin ich behindert oder ich finde es nicht. Das erste bist du. Ich bin mir sicher, ich habe... Da sind jetzt, glaube ich, alle einig, dass du behindert bist. Stopp. Immerhin 17.500 EP. Warte mal. Jetzt kommt's. Ah ja, ich habe zwei Sprachnachrichten gemacht. Weil ich kann mal jetzt kurz am Mikrofon halten. Nummer 1. Nummer 2. Das wäre jetzt was für ein Auto? Focus ST. Klingt geil, finde ich. Ja, das ist auch schnell. Das kann ich mir denken. Okay, der Turbo, ne? Der Sound, der war schon... Oh. Schätzt mal, wie viel Bar der fährt? 1,4? 1,64. Auf der Vorderachse, ne? Ja, das ist... Also bis 80, krass. Also der erste Gang geht bis knapp 80, also der hat auch ein anderes, also das Auto ist komplett gemacht, ne? Mhm. Der erste Gang geht bis knapp 80, kannst du komplett durchbrettern mit durch den Reifen, und im zweiten Gang hat er noch so bis ja, knapp 100, 120, je nachdem wie du drauf drückst, wie du beschleunigst, kann voll. Der bis 120. Was sonst? Ja. Ja, aber der ist schon geil. Der ist, ich kann dir von dem mal Fotos schicken, die Karre ist... Kann ich ja sogar vielleicht einblenden. Irgendwo. Warte mal. Fotos kann ich ja dir auch bei. Müssen fahren Sie das, ne? Ja. Ah, ja. 35 Medien. So, hier ist ein Bild vom Motorraum. Jetzt speichere ich mal gerade. Kennzeichen ist bei dem Auto gerade sogar ab. Das will ich aber eh sonst schwärzen, ne? Gut. Ist mir gerade nur aufgefallen, weil das. Ja. Muss nicht Hallo. Sein. Ja, das Bild hat er nämlich auch bei Instagram drin. So. Und ich glaube, er heißt da irgendwie auch. Wie heißt denn der? Also Dominik heißt er. Und dann heißt er, glaube ich, irgendwie Focus MK Strich, also 2 oder irgendwie, ja. Irgendwie so, ich weiß es halt gar nicht. Okay. Und er hat halt auch so einen 800 Follower. Brauchst du da mal ein Bild mit Kennzeichen? Ist nicht so die beste Idee. Habe ich gehört. Hm. Komm rum, Porsche, los. Schon wieder dunkel, ey. Unmöglich. Kann sie nur nach, dann Erfolge. Boah, ja, schöner Drift sieht das. Sehr gut. Sorry. Der Focus ST war auch geil, wenn man den hätte, ne? Ja. Die auch cool finden. Und den Focus finde ich auch noch geiler. Ich gebe jetzt den neuen 2016, das ist ein Vorgänger, schlag mich durch, von welchem Jahr da ist, der meist in grün verkauft worden ist. Und davon der Vorgänger. Müsste, glaube ich, ein K2 sein. Meinst du auch den grünen, den Michel hat, oder wie? Ja, ich glaube, und davon der Vorgänger. Davon der Vorgänger wäre dann halt Focus aus der ersten Generation, ne? Diesen hässlichen. Ich schick's dir gleich. Ich bin absolut kein Ford-Fan. Deswegen ich eigentlich auch kein großer. Also den neuen Focus finde ich cool, ansonsten halt Mustang und GT und das war's dann aber auch. Ja. Und Transit, ganz wichtig. Transit, ja. Das Im Leben so würde ich mir keinen Ford kaufen, ne?
Also Focus, ja, GT auch. Und Mustang, aber dann hört es auch auf. Ich meine, Ford GT ist ja auch ziemlich günstig, ne? Ja, also direkt gerade ein ganz neue, so, wo bist denn du, also Fabian? Also 19 Jahre, da, so, sagst du so ein Ding, was kostet so ein Ford GT? So, ich sag mal so 300.000, 400.000 würde das schon kosten. Ja, kommt denn? Schnäppchen. So, da hast du das Bild. Werde ich vielleicht irgendwie einblenden, wenn ich das schaffe oder daran denke. Da siehst du aber schon im Motorraum, ja, der ist nicht Serie. Ist ein bisschen was anders vielleicht. So ganz klein. Ja, bisschen. Also das Auto ist blau, der Motorraum hat auch so ein paar blaue Leitungen und so. Und auch so siehst du, da ist das ein oder andere Schräubchen gedreht worden. So, nein. Geil, schon wieder zwei Keks hier dann. Ich guck mal kurz bei deinen Erfolgen. Du musst ja der Fortschritt so bei ungefähr 30% sein. Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin und rechnen kann. Rein theoretisch, von Theorietätigkeiten her. Noch einmal ja. Auf Twitter. Da hab ich mir geschrieben, ich hatte in einem Video irgendwie 6 Videospuren und 3 Audiospuren. Da hab ich so geschrieben, ja, das macht dann 10 Spuren. Weil 3 plus 6 ist natürlich 10. 28%. Perfekt. Dachte ich mir so, ich kann auf jeden Fall Mathe. Mathe ist seine Stärke. Ja, so, Mathe-Leistungskurs, ne? Warte, bleib mal kurz stehen. Wo ist er denn jetzt? Da, der müsste das sein. Ja, als Rallye, den hat er. Ich hab den hier auch. Ich hab den hier nämlich nachgebaut, einigermaßen. Weil ich den cool fand. Ja, Focus Mark 1. Ich finde den von hinten mega hässlich. Ich finde auch in den Rückleuchten, die gefallen mir überhaupt gar nicht. Es geht. Man sieht von der Seite so ein bisschen wie mein Corsa, ne? So von der Seitenlinie? Von den Scheiben so? Du und dein Corsa. Ja, was denn? Das sind goldene Felgen, Alter. Auf jeden Fall. Dann sieht das vielen Dank fürs Mitmachen natürlich wieder mal an der Stelle. War das schon 3 Rennen? Ja. Achso. Oh. Ja, bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das klang richtig schwul. Ja, das klang richtig schwul, Alter.